Die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria hat beim Hartplatzturnier in Montreal den Einzug in die zweite Runde verpasst. Die 30-Jährige verlor ihre Erstrundenpartie gegen die Französin Elise Cornet in drei Sätzen mit 6 zu 4, 1 zu 6, 3 zu 6, nachdem die Bad Saulgau-Erin den ersten Satz am Vortag für sich entscheiden konnte, wurde das Spiel beim Stand von 1 zu 2 im zweiten Satz wegen Regens abgebrochen. Auf die 28-jährige Cornet wartet in der zweiten Runde des mit mehr als 2,8 Millionen Dollar, 2,4 Millionen Euro dotierten Turniers Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber. Die Weltranglisten-Vierte ist beim WTA-Turnier in der kanadischen Metropole an Nummer 4 gesetzt und hatte in der ersten Runde ein Freilos. Bereits zuvor konnte sich Julia Görges mit einem Dreisatzerfolg 2 zu 6, 6 zu 4, 6 zu 3 gegen die einstige French Open-Finalistin Lucy Safarova aus Tschechien für das Achtelfinale qualifizieren. Die Wimbledon-Halbfinalistin aus Bad Oldesloe trifft in der nächsten Runde entweder auf die letztjährige Wimbledon-Siegerin Garbine Muguruza aus Spanien oder die Lettin Anastasia Sevastova.